Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Menschenwürde steht den Homosexuellen unter Einbeziehung ihrer sexuellen Identität zu. Nicht weniger ist die Botschaft der heutigen Debatte. Ich will begrüßen die Betroffenen und auch Frau Lüders, die ich hier sehe, auf der Zuschauertribüne. Und es ist schade, dass es nur noch so wenige Betroffene sind, die den heutigen Tag und den Beginn der Rehabilitierung und Entschädigung der in der Bundesrepublik und der DDR verfolgten Homosexuellen erleben können. Deshalb möchte ich auch an einen Fall erinnern, beispielhaft für 64.000 Fälle. Man nannte sie damals die 175er. Klaus Born kann sich erinnern. Er erinnert sich, ob er will oder nicht. Hat alle Jahreszahlen, Monate, Tage genau noch heute im Kopf. Klaus Born haben sie von der Baustelle abgeholt. 1963, mit 18. Elektrikerlehrling war er da. Drei Mann haben ihn in ein Auto geschmissen und dann war ich weg. Jugendknast, sagt er. Derselbe Paragraph, BRD hin oder her, 175. Derselbe wie in der Zeit des Nationalsozialismus. Und dann noch einmal 1965. Schon in Berlin mit 20, da hat er einen kennengelernt am Zoo, nicht in der Klappe unten, sondern oben durch Zufall. Mit dem war er im Auto in der Kantstraße auf einem Parkplatz. Aber die Polizei, die stand schon fertig da mit der grünen Minna und einem Käfer, als hätten sie auf uns gewartet, erzählt er. Da kam Freude auf, sagt Born. Er kam nach Moabit, noch einmal 175, Einzelhaft, 6,5 Wochen. Ja, unser Staat, die Demokratische Bundesrepublik Deutschland, unser Rechtsstaat hat Fehler gemacht. Aber Demokratie und Rechtsstaat zeichnen sich eben nicht dadurch aus, dass wir keine falschen Entscheidungen treffen, weder wir als Gesetzgeber noch unsere unabhängige Justiz, sondern wir zeichnen uns dadurch als allen anderen Staatsformen überlegene Staatsformen aus, dass wir Fehler erkennen können, sie eingestehen und Unrecht wieder beseitigen können und die Opfer von Unrecht entschädigen. Und das sage ich auch allen Verfassungsjuristen, die meinen, das waren doch rechtsstaatliche Gerichte. Nein, wir sollten nicht mit dem Anspruch der Unfehlbarkeit unsere Rechtskultur bestimmen, sondern wir sollten sie mit dem Anspruch der Verwirklichung der Menschenrechte definieren. Und das tun wir heute. Das ist vielen schwergefallen. Aber für mich ist es wirklich eine große Genugtuung, weil wir um diese Rehabilitierung schon seit Jahrzehnten kämpfen. Ich sage Ihnen das auch als einer der älteren Herren, der seine Jugend noch unter dem Paragraphen verbracht hat. Ich war 1994 Sachverständiger als Schwulenverbandssprecher für die FDP-Fraktion bei der Aufhebungsdiskussion des Paragraphen 175. Der 175 war eine Generalklausel für die gesellschaftliche Ächtung der Homosexualität. Er hat viele Verurteilte und Menschen, die in die strafrechtliche Mühle kamen, betroffen, aber er hat allen Homosexuellen das Leben versauert und uns ein Stück weit die Jugend gestohlen. Er war eine Generalklausel auch für die Justiz. 1990 hat noch der Bundesgerichtshof homosexuellen Paaren im Mietrecht nicht die gleichen Rechte wie nicht-ehelichen heterosexuellen Paaren gegeben. Er war einen Vorwand, um die bürgerlichen und politischen Rechte der homosexuellen Bewegung einzulösen, war Grundlage für die Verbote von Informationsständen in der Fußgängerzone, weil das wäre ja alles Jugendgefährdung gewesen. Meine Damen und Herren, ich erinnere mich auch noch an die Diskussion zum NS-Unrechtsaufhebungsgesetz. Sie haben es angesprochen, aber die Geschichte geht ein bisschen genauer.
Wir haben das NS-Unrechtsaufhebungsgesetz 1998 unter der Kohl-Kinkel-Regierung verabschiedet. Zwei Gruppen hatte damals die schwarz-gelbe Mehrheit ausgespart: die Homosexuellen und die Wehrmachtsdeserteure. Man wollte nicht bei den Homosexuellen darüber sprechen, dass es eine Kontinuität des Unrechts gab und dass es keine Diskontinuität der Verfolgung mit der Befreiung vom Nationalsozialismus für diese Gruppe gab, was übrigens auch der Grund war, dass jahrzehntelang homosexuelle KZ-Opfer überhaupt keine Entschädigung für ihre KZ-Aufenthalte bekamen. Wir haben das mit Rot-Grün 2002 korrigiert. Da gab es auch erhebliche Widerstände aus Ihrem Haus, Herr Maas, können Sie nicht dafür. Und zwar mit der Argumentation, wenn wir die rehabilitieren, dann wird doch dieser heutige Tag irgendwann kommen. Ich bin froh, dass er kommt und dass wir diesen Schritt damals gemacht haben, weil Unrecht darf keinen Bestand haben. Herr Kollege Habert, Sie haben vorhin angesprochen, die unterschiedlichen Entwürfe, die in diesem Haus auf dem Tisch liegen. Ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum sich nicht an der Regelungstechnik des NS-Unrechtsaufhebungsgesetzes orientieren wollen. Da haben wir nämlich gesagt, diese Normen, die Unrecht waren, auf denen kann kein rechtmäßiges Gesetz erfolgen. Und wenn Sie das semantisch nicht überzeugt, lassen Sie sich doch vielleicht praktisch überzeugen. Wie wollen Sie denn Ihre Rückausnahmeklausel in der Realität praktizieren ohne Gerichtsakten? Oder wenn es Gerichtsakten gibt, wollen Sie neu in die Beweisaufnahme einsteigen? Wollen Sie das den Opfern zumuten? Nein, was damals für heterosexuelle Beziehungen und lesbische Beziehungen straflos war, muss unter den Bedingungen des Gleichheitsgrundsatzes als Unrecht im Sinne der Diskriminierung erkannt werden, auch wenn wir heute ein differenziertes Verhältnis zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung von Jugendlichen haben als der historische Gesetzgeber der 60er, 70er und 80er Jahre. Und ich finde, da sollten Sie nicht so ein bisschen Galle in den Rehabilitierungsakten durch Verkomplizierungsvorschläge hineinnehmen. Wichtiger ist mir allerdings die Frage der Entschädigung. Und ich finde, da springen Sie zu kurz in der Wahrnehmung, was diese Urteile für die Menschen bedeuten und was die Strafverfolgung für die Menschen bedeutete. Es war eben nicht nur so, dass Menschen ihre Freiheit verloren haben, dass sie gesellschaftlich geächtet wurden. Schon mit der Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens und auch im Falle eines Freispruches aus Mangel an Beweisen in dubio pro reo war die Person gesellschaftlich in ihrer Existenz vernichtet, wenn klar ist, dass es sich um einen Homosexuellen handelt. Weil man musste eine Tat nachweisen. Aber im Verfahren kam raus, dass es sich um einen homosexuellen Menschen handelt, wobei die Identität per se ohne Handlungen eben nicht strafbar war. Aber aus dem Beamtenverhältnis wurden sie dennoch entlassen, gekündigt vom Arbeitgeber, gekündigt vom Wohnungsgeber. Die Existenzen waren oftmals vernichtet. Und das wirkt sich heute noch aus. Diese Menschen, die jahrelang nicht ihrer Ausbildung entsprechend Karriere machen konnten, haben heutige niedrigere Renten. Im Entschädigungsrecht zum Nationalsozialismus, selbst in dem etwas lumpig gestalteten Allgemeinen Kriegsfolgengesetz, über das die Homosexuellen entschädigt wurden, hat man Berufs- und Rentenschäden neben den Freiheits- und Gesundheitsschäden selbstverständlich als eigenständige Schadenstatbestände anerkannt. Und ich bitte Sie da in den Ausschussberatungen, ein letztes Wort, Frau Präsidentin, lassen Sie uns da noch mal genauer hinschauen und lassen Sie uns von der bisherigen Entschädigungspraxis der Bundesrepublik Deutschland lernen und diese Opfergruppe nicht mutwillig schlechter stellen. Ich hoffe da auf offene, konsensuelle Beratungen im Sinne der Betroffenen. Ich glaube, Sie haben da einen Anspruch darauf. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion ist die Kollegin Eva Högel.